Ja, hallo, liebe Zuschauer, willkommen bei Arteschatz. Die Berlinale ist das eine, die Filme sind das andere. Die Berlinale ist baufällig, zumindest ihre Gebäude. Man sieht es hier, wir können hier rütteln an den Grundfesten der Berlinale geradezu. Und nicht umsonst sind ja hier schon viele Kinos geschlossen. Nicht umsonst ist mehr als die Hälfte aller Lokale, die hier am Potsdamer Platz mal waren, geschlossen. Und für Berlinale-Besucher, selbst für das geliebte normale Publikum, ist das schon ziemlich anstrengend. Für die Fachbesucher, die sich hier treffen wollen, ist es fast untragbar. Das merkt man in fast jedem Gespräch mit Kollegen und Besuchern bei der Berlinale. Nichtsdestotrotz aber, die Filme sind teilweise ganz großartig und wunderbar. Heute Dienstag ist so ein bisschen der Tag des Dokumentarfilms. Die Berlinale hat einen Dokumentarfilmempfang und tatsächlich habe ich schon eine ganze Menge Dokumentarfilme gesehen, die wir in so kurzer Zeit jetzt gar nicht zusammenfassen können. Das wird dann eher auf Arteschock in den nächsten Tagen stehen. Einen Film, über den muss ich aber reden, den habe ich heute in der Pressevorführung gesehen und ist der erste Film aus der Sektion Encounters, dem neuen Wettbewerb, der erste Film, den ich sehen konnte. Und er ist ein deutsch-österreichischer Film. Er stammt von Sandra Wollner, einer Regisseurin, die in Ludwigsburg studiert hat. Das ist ihr zweiter Film. Der erste Film hieß Das unmögliche Bild und lief im letzten Jahr oder vor zwei Jahren schon auf der Diagonalen. Ist ins Kino gekommen letztes Jahr und hat auch den Preis der deutschen Filmkritik bekommen, der übrigens gestern wieder verliehen wurde. Vielleicht kommen wir darauf dann nochmal am Ende. Aber jetzt hat sie einen neuen Film gemacht. Der hat einen englischen Titel, heißt The Trouble of Being Born. Der Ärger mit dem Geborensein. Und so rätselhaft wie dieser Titel ist, dass man auch beim zweiten Nachdenken nicht ganz genau weiß, was das bedeutet, so rätselhaft ist auch dieser Film. Er ist aber ganz großartig. Und ich glaube, es ist der insgesamt beste Film, den ich bisher bei der Berlinale gesehen habe. Und immerhin haben wir jetzt schon über die Hälfte rum. In der Sektion Encounters läuft er, wie gesagt, von Sandra Wollner, The Trouble of Being Born. Worum geht es? Was passiert da? Was sieht man? Das ist gar nicht so klar. Der Film ist ziemlich dunkel. Er fängt mit fast schwarzen Bildern an. Danach kann man die Titelcredits auch nicht so genau lesen und muss schon genau hingucken, sagen wir mal. Und da ich den am frühen Morgen schon um 11 Uhr gesehen habe, war das für mich ziemlich anstrengend. Was man dann aber sehen kann, das ist, dass aus dem Off ein junges Mädchen erzählt in der Vergangenheitsform. Und dann sehen wir einen Wald und dann sehen wir sie selber, wie sie ihrem Vater an einem heißen Sommertag, der Vater liegt auf dem Liegestuhl, etwas zeigt, eine Heuschrecke oder irgendein Käfer, den sie gefangen hat. Und das ist nur der Anfang, der schon ziemlich viel etabliert, nämlich das Verhältnis der Menschen zur Natur und die Familienverhältnisse. Und was wir dann sehen, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig und es dauert, wenn man genau hinguckt, nur so 5 Minuten. Wenn man etwas weniger genau hinguckt, wird es 10 bis spätestens 20 dauern. Dann hat man verstanden, dass dieses junge Mädchen gar kein junges Mädchen ist, sondern dass sie ein Roboter ist. Und wir haben also Verhältnisse, offenbar ist das hier ein Science-Fiction-Film, vielleicht so eine Art Science-Fiction-Horror-Film. Wir haben Verhältnisse, in denen ein Vater ohne entsprechende Mutter mit einem Kind zusammenlebt, das eine Maschine ist. Und wir können das sehen an dem Gesichtsausdruck dieses jungen Mädchens, übrigens großartig gespielt. Wir können das auch sehen an bestimmten Indizien, dass sie mal unter Wasser ist und nicht atmet, dass sie mit ihren Augenlidern fast nie blinkt. Und irgendwann dann sehen wir auch, wie der Mann, der Vater, diese Maschine auseinandernimmt. Ansonsten aber ist dieses Wesen, das Ellie heißt, ein junges Mädchen, wie alle junge Mädchen, die so im Alter 10, 11, 12 Jahre alt sind, vorpubertär. Es gibt so bestimmte Lolita-Effekte. Sie hat zum Beispiel mal ein weißes Kleid an, was offensichtlich verführerisch gemeint ist. Sie singt oder performt zu amerikanischen Songs, die laufen. Und das Verhältnis zu diesem Mann, zu diesem Vater, ist auch insofern ziemlich schräg und merkwürdig, dass es so eine ganz untergründige, nennen wir es mal erotische Komponente gibt im Verhältnis zwischen den beiden, die nie ausgespielt wird, die eher untergründig präsent ist. Ich könnte jetzt den Film weiter erzählen, aber man muss das sehen, man muss das erleben. The Trouble of Being Born ist ein Film, in dem es im Grunde genommen auf der einen Seite darum geht, was unser aller Verhältnis zu den Maschinen ist. Zum Beispiel auch zu dem Telefon, dem Smartphone, mit dem jetzt dieser Clip aufgezeichnet wird. Haben wir eine Verantwortung den Maschinen gegenüber? Gibt es ein ethisches Verhältnis den Maschinen gegenüber, spätestens dann, wenn sie so etwas wie Gefühle und, nennen wir es mal, eine Seele entwickeln?
macht es überhaupt Sinn oder ist es totaler Quatsch, wenn man behauptet, Maschinen hätten eine Seele? Das sind so einige Fragen, die man sich in diesem Film stellen kann. Es geht nicht zuletzt auch um die Brutalität der Erwachsenenwelt, man könnte nun sagen den Kindern gegenüber, aber mindestens den Maschinen gegenüber. Denn ein Teil dieser Brutalität hat sicherlich etwas damit zu tun, dass die Erwachsenen ja wissen, es sind keine Menschen, keine Kinder, mit denen sie es zu tun haben, sondern es sind Maschinen. Gleichzeitig sind unsere Sehgewohnheiten ja aber die, dass wir diese Kinder, es gibt dann bald noch einen zweiten Roboter, eine Art Doppelgänger des Mädchens, dass diese Kinder in uns bestimmte Reflexe wachrufen, dadurch, dass sie wie Menschen aussehen, dass sie quasi perfekte Menschennachahmungen sind und insofern auch Kindchenschemata anregen und wir es einfach nicht über uns bringen, diese Maschinen nur als Maschinen zu betrachten. Man fühlt sich also in das Terrain versetzt von Filmen wie zum Beispiel AI, Artificial Intelligence, von Spielberg nach Kubrick Drehbuch oder einen Film wie Ex Machina von Alex Garland, vor ein paar Jahren ins Kino gekommen. Man könnte noch andere Beispiele nennen. Es ist ein Cyber-Thriller, ein Science-Fiction-Thriller. Der Film hat gleichzeitig diese typisch österreichische Kühle, diese typisch österreichische Fixierung auf Kinder, bei denen die Kinder aber Träger des Unheimlichen sind. Träger vielleicht sogar des Bösen. Hier kann man dann an Haneke denken. Ein bisschen habe ich auch an den letzten Film von Jessica Hausner gedacht, der mir gar nicht so gut gefallen hat, der aber eine ähnliche, mitunter aseptische Kälte ausstrahlt und der ein ähnliches, in diesem Fall Mutter-Sohn-Verhältnis hat. Hier haben wir es im Vater-Tochter-Verhältnis, bei denen gewissermaßen eine Maschinenwelt und eine sehr moderne Technikwelt mit den Urinstinkten und dem Archaischen des Eltern-Kind-Verhältnisses zusammenfällt. Es ist ein unglaublich facettenreicher Film. Es geht zum Beispiel darin auch um die Vergangenheit und die Gegenwart und um das Verhältnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Also um die Frage, inwieweit unsere Erinnerung manipuliert werden kann, inwieweit wie das ist, wenn unsere Erinnerung sich in die Gegenwart einschreibt, Besitz ergreift von der Gegenwart. Und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen geht es dann darum, was unsere Gegenwart eigentlich als gegenwärtig mit Erinnerungen macht, also wie sie Erinnerungen für die Gegenwart fruchtbar und handhabbar macht. All das sind Fragen in diesem Film. Wichtiger aber als diese Fragen ist natürlich, und als der Inhalt, ist natürlich, was der Film stilistisch tut. Stilistisch ist er von sehr, sehr schönen Bildern gekennzeichnet. Eine tolle Kamera von Tim Kröger, der selber Regisseur ist und der vor Jahren mal einen wunderbaren Film gemacht hat, der Zerrumpelt Herz heißt. Und es ist aber auch es sind Bilder, die eben oft ein bisschen mit Unschärfen arbeiten, mit Halbdunkel arbeiten, die sehr bewusst uns Zuschauer immer wieder ins Unvertraute hineinstoßen. Das Hauptthema des Films, aus meiner Sicht, wird durch die Bilder gekennzeichnet und eingeschrieben. Und es geht über das hinaus, was ich eben gesagt habe. Das Hauptthema des Films, das ästhetisch erzählt wird, ist das Unheimliche und unsere Erfahrungen mit dem Unheimlichen. Es ist das Unvertraute. Die Welt wird uns hier ein Stück unvertrauter. Und insbesondere das Vertrauteste, nämlich Kinder, Eltern-Kind-Verhältnis, menschliche, archaische Reflexe, werden plötzlich unglaublich unheimlich in diesem Film. Und insofern ist das auch ein total spannender Film über das Menschliche an sich und über das Verhältnis des Menschen zur Technik einerseits, zur Natur andererseits. All das fällt zusammen, verschwimmt ineinander in diesem Film The Trouble of Being Born. Und dieser Ärger, diese Schwierigkeit, geboren zu sein, das ist natürlich eine Schwierigkeit, die nicht die Roboter trifft, nicht die Maschinen, sondern uns Menschen.